Ja, hallo zurück zu Subnautica. Da bist du ja wieder. Oh. Schönstes Wetter, leicht bewölkt. Angenehme Wassertemperaturen. Brennendes Raumschiff nach wie vor. Unter uns der Livepod. Ach, das Leben ist so schön. Wenn doch da mal Land wäre. Ist aber nicht. Brauchen wir auch nicht, denn da unten, siehst du, ist ja schon unsere angefangene Base. Zu der tauchen wir jetzt am besten gleich mal wieder runter. Denn es ist eine neue Aufnahmesession. Und ich muss erstmal wieder wissen, was wollte ich eigentlich machen. Okay. Ein Blick hinein. Hallo. Wir hatten angefangen, einen Lagerraum zu errichten. Ein paar Schränke an die Wand zu dübeln. Sind die bestückt? Nein. Nicht bestückt. Okay. Dann wollte ich eventuell noch ein Fenster hineinmachen und die Wände ein bisschen verstärken. Man weiß ja nie. Gut. Da müssen wir wieder hinauf. Denn hier unten haben wir noch keine Workstation. Da. So. Dann lass uns mal schauen. Grundmaterialien, Titan, brauchen wir Metallschrott. Das ist bekannt. Wir... Da werden wir jetzt ein bisschen mehr brauchen, also auf zum fröhlichen Schrott sammeln. Ja, doch. Gute Idee. Ist ja wieder klar, wenn man was braucht, ist es nicht da. Und Schrott finden wir bekanntlich bei unseren kleinen beißfreudigen neuen Kumpels oder auch ein bisschen links und rechts davon. Ah, da haben wir schon das erste. Die Luft schaut noch gut aus. Hunger und Durst ist auch annähernd gestillt. Wir können uns aber auch hier noch ein bisschen Luft holen. 30 seconds of oxygen remaining. Da drüben ist hoffentlich was Vernünftiges. Das kommen wir, glaube ich, schon. Egal. Was weg ist, ist weg und Titan bekommen wir dafür auch. Guter Deal. Begehrtes Salz. Auch schön. Da oben, das schaut eher nach Quarz aus. Niemand zu sehen? Nein. Wir nehmen mit, was wir bekommen. Aber ganz schön wenig Metall unterwegs. Aber gut, wir haben Zeit, wir haben Luft und da ist schon was. Na? Was haben wir hier? Solarmodulfragment. Na komm. Da drüben hätten wir noch etwas Salz. Sind wir alleine? Was aber bekanntlich nicht lange so bleiben wird. Naja, was soll's. Ja, ich tauche hier schon auf.
Da liegt wieder Metall. Da drüben ist ein abgestürzter Lifeboat, mit denen man allerdings noch nicht viel machen kann. Gut. Erstmal Metall. Wie schaut's aus? Haben wir noch Platz? Ja. Dann schauen wir uns die Kiste doch mal an, denn da drüben liegt schon wieder Metall. Wunderbar. Ruckel, ruckel. So. Lifeboat Number 12. Aber, nee. Nichts zu holen, nichts zu machen. Also lassen wir es lieber gut sein. Mal ein bisschen Überblick verschaffen. Da drüben liegt Quarz. Da ist Metall. Und ich sehe da drüben einen unserer Freunde. Also schnell sein. Zack. Zack und hoch. Schön in Ruhe lassen. Ja, ja. So. Platz. Haben wir keins mehr für Metall. Nehmen wir noch Quarz mit? Ja. Das passt noch rein. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Super. Drüben ist unsere Basis und unser Lifeboat. Hier hätten wir wieder ein bisschen Stein zum Abschlagen. Warum ich hier so wild einscanne? Wir können uns anhand von den Scans eine komplette Bibliothek anlegen. Hörst du? Okay. Oh oh, wir sollten hoch. Na komm. Yes. Ach, schon schön hier. Ja, doch. Traumhafte Lage, unverbauter Seeblick. Schön. Wenn es einen Immobilienmarkt hier geben würde, wir hätten gute Karten. So. Hinein. Und nehmen wir auch gleich wieder mit. So, also Titan. Zack. Nochmal. 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 Okay. So, das war's aber. Wir können noch Glas herstellen, das brauchen wir auch. Ich glaube, da brauchen wir zwei, ne? Was wir haben, haben wir. Okay, Magnesium können wir noch machen. Machen wir lieber Wasser oder Magnesium? Gute Frage. Was sagt das Lager? Das Lager sagt nein. Und wir haben noch eine große und eine kleine Flasche. Kleine Flasche trinken wir gleich. Gut, dann machen wir lieber. Okay. Das ist ja jetzt doof. Na gut, dann verschieben wir das mal. Ups. Und widmen uns lieber unserem neuen, schönen Lagerraum. Gut, ich wollte ein Fenster. Das machen wir am besten dahin. Dazu brauchen wir unser Werkzeug. Nee. Halt. Eieiei, kommen wir ganz schön durcheinander. Gut, wir haben ein Fenster. Das machen wir uns hier hin.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir noch zwei, wenn es geht, zwei Verstärkungen. Ach, Lithium. Das ist jetzt doof. Das ist ja doof. Okay. Lithium. Schrank können wir auch keinen machen. Dazu bräuchten wir Quarz. Das haben wir ja nicht hier unten. Wie ist denn das eigentlich? Da. Der Fabrikator. Den bauen wir uns jetzt hier gleich mal unten hin. Da brauchen wir nicht jedes Mal in unsere kleine Nussschale hoch. Das klingt gut. Da die Lagerschränke hier sind, würde ich sagen... Ja. Da schaut man das. Okay. Dann... Was brauchen wir denn für Lithium? Hä? Ah, okay. Wir müssen also Lithium selber besorgen. Dann lassen wir das mit dem Lithium erstmal sein. Doof jetzt, aber... Gut, kann man nichts machen. Für Schränke brauchen wir Quarz. Ich habe doch Quarz gehabt. Wir hatten doch Quarz gesammelt, oder? Und das ist nicht zu wenig. Warum ist es nicht da? Seltsam, seltsam, seltsam. Okay, wir tun erstmal Titan im Schrank. Nein! So. Titan in den Schrank. Und... Jawohl. Okay. Also. Titan und Quarz. Gut. Auf geht's zum fröhlichen Quarzen. Mal wieder. Ah, so eine kleine Quarzfarm wäre nicht schlecht. Dunkel wird's auch schon langsam. Nicht schön. Aber da müssen wir nur mal durch. Die Eier lasse ich jetzt erstmal außen vor. Weil wir A, immer noch keine Pfanne haben. Und zweitens, wir noch kein Aquarium haben, wo wir die Eier ablegen könnten. Wer bist du? Auch Kreaturenei. Hier haben wir wieder Salz. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Sag mir lieber, wo Quarz ist. Da unten ist, glaube ich, was. Schauen wir mal. Ja, schaut gut aus. Einmal Quarz. Spooky. Da ist zwar Quarz, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu unsicher. Kleiner Augenblick. So, wieder zurück. Ach Mensch, im Dunkeln was zu suchen ist echt nicht empfehlenswert. Aber wir brauchen die Schränke, da müssen wir jetzt durch. Ich schau mal ein bisschen in die andere Richtung. Hmm.
So langsam müssen wir uns mal wieder um etwas zu essen kümmern. Ja, ja, ich weiß. Es ruckelt. Es ruckelt. Könnte auch mal Quarz dabei herausspringen. Nein. Ja, sag mal. Da. Da auch. Kriegen wir das noch? Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Und hoch. Niemand folgt uns. Gut. Haben wir da vielleicht noch mehr, aber irgendwie hat sie das so nach Kracherkrebsen angehört. Ja. Wollen wir es wagen? Natürlich. Dumme Idee. Gar dumme Idee. Na komm, spuck was aus. Na? Komm, blubber mich voll. Ja. Okay. Reicht uns noch nicht. Komm, noch ein bisschen mehr. Na, das reicht. Endlich mal genug Quarz. Ich habe bloß keine Lust, nochmal in so einen Kracherpilz zu Kracherkrabbe zu kommen. Das war es jetzt aber auch, glaube ich, mit dem Quarz. Okay, dann mal wieder hoch. Nehmen wir noch Kracherpulver mit. Komm. Hab ich schon. Schön. Romantik. Der Mond ist aufgegangen. Okay. Wie viel Quarz haben wir denn jetzt? Naja. Könnte schon noch ein bisschen mehr sein. Da. Ja, wir haben einen Lauf. Sehr schön. Okay. Eins. Zwei. Eins. Ja. Drei. Und die vier. Oh, Strahlung. Wir sind eh schon angeschlagen. Sollten wir vermeiden. Doch nicht so einen Lärm. Habt ihr schon mal auf die Uhr geschaut? Ich tauche hier schon auf. Gut. Brauchen wir uns ein paar Schränke. Brauchen wir nochmal Club? Glas? Hm. Nee. Machen wir nicht. Also, Schränkchen bauen. So. Hm. Ach, Titan holen. Titan, Titan, Titan. Also, sag mal. Ah, wie viel nehmen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste erstmal reichen. Gut. Dann jetzt aber. Hab ich die? Die habe ich von Rand zu Rand. Gut. Also einmal. Zweimal. Und na komm. Einmal. Passt noch einer hin? Ja. Und viermal. Sollte fürs erste reichen, finde ich. Gut. Wir haben Titan, Kupfer, Silber, Quarz. Dann machen wir da mal Glas rein. Glas.
Okay. Na. Einmal zu viel gedrückt. Glas hinein. Hier machen wir am besten... können wir noch einen Schrank bauen? Weil für die anderen habe ich jetzt noch nichts im Kopf. Schauen wir mal. Da ist er. Können wir? Ah, da brauchen wir nochmal zweimal Titan. Gut, haben wir ja. Einmal, zweimal. Dann machen wir nämlich hier einen Schrank für, ja, Krimskrams. Für Krimskrams. Krimskrams. Gut, können wir gleich einräumen. Als da wären zum Beispiel das Kreaturenei. Das packen wir da mal mit rein. Salz. Haben wir schon? Haben wir schon? Haben wir nicht? Aber jetzt. Salz. Wunderbar. Können wir da gleich reinpacken. Und zwar alles, was wir haben. Und tack, tack. Sind ja erst drei. Und wunderbar. Ja, doch. So langsam nimmt unsere Basis Gestalt an. Der Eingangsbereich Licht durchflutet, wie man sich das wünscht. Schnuckeliger Gang hinein ins Lager. Okay. Und mit diesem schönen Ausblick würde ich sagen, danke, dass du zugeschaut hast. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist, dass ich hier nicht so ganz alleine rumdödel. Und freue mich aufs nächste Mal. Wo? Natürlich bei Subnautica. Also, bis dann.